Hallo meine Liebe, Roland Demian hier. Vielleicht kennst du das auch, dass ein Mann plötzlich angefangen hat, dich zu ignorieren. Wenn er das gemacht hat, dann war das seine Wahl. Er hat es entschieden. Und wenn du für einen Mann Gefühle hast, wenn du etwas für ihn empfindest, wenn du ihn liebst, wenn du dir mit ihm eine Beziehung vorstellen kannst oder sogar in einer Beziehung bist und er plötzlich anfängt, dich zu ignorieren, dann kann das wirklich schmerzhaft und frustrierend sein. Und dieser Schmerz, wenn du ignoriert oder abgelehnt wirst, der kann sich so anfühlen wie ein Schlag in die Magengrube. Heute erfährst du von mir, was ein Mann denkt, wenn er dich ignoriert, was er nicht denkt und wie du damit besser in Zukunft umgehen kannst. Außerdem bitte ich dich, dir dieses Video unbedingt bis zum Ende anzusehen, denn dort erkläre ich dir, wie du ab jetzt diese Situation besser meistern kannst. Wenn ich hier von ignorieren spreche, dann meine ich damit, dass sich ein Mann nicht bei dir meldet, er nicht auf deine Nachrichten antwortet oder nur dann, wenn es ihm gelegentlich in den Kram passt. Mit ignorieren meine ich nicht, dass er sich vielleicht mal nach 2, 3 oder 4 Stunden meldet oder erst am nächsten Tag. Aber ich glaube, dieser Unterschied ist dir klar. Wenn ein Mann dich ignorieren sollte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass plötzlich dein Gedankenkarussell anfängt sich zu drehen und du dir denkst, habe ich irgendetwas Falsches gesagt oder irgendetwas Falsches getan? Und ja, es ist wirklich möglich, dass es daran liegt, was du gesagt oder getan hast. Aber die Frage ist nun, spielt das wirklich so eine große Rolle? Das ist ein sehr wichtiger Punkt, auf den wir später eingehen. Es gibt 2 Arten, wie dich ein Mann ignorieren kann. Zum einen kann es sein, dass er sich auf deine Nachrichten gar nicht meldet. Aber was noch schlimmer ist, ist, wenn du weißt, dass er deine Nachricht gelesen hat und er nicht darauf reagiert und er vielleicht auch immer online ist. Und wenn er das macht, dann weißt du, dass er dich ignoriert. Und das kann wirklich verletzend sein. Und vor allem dann, wenn es am Anfang zwischen euch wirklich gut gelaufen ist. Es gibt 2 Gründe, warum Männer Frauen ignorieren. Erstens, wenn ein Mann etwas für dich empfindet, wenn er sich vielleicht eine Beziehung mit dir vorstellen kann oder ihr schon in einer Beziehung seid und du plötzlich seine Gefühle verletzt, kann es sein, dass er sich zurückzieht und dich ignoriert. Das ist eine gewisse Art von Männern, mit Schmerz und Verletzungen umzugehen. Aber ich sage dir eins dazu. Du wirst wissen, wenn du ihn verletzt hast. Du wirst nicht großartig nachdenken müssen, wann du ihn verletzt hast und wie du ihn verletzt hast. Du wirst es wissen. Und wenn du darüber nachdenken musst, dann kannst du die Gedanken gleich loslassen und musst gar nicht mehr darüber nachdenken, weil dann liegt der Grund in Punkt Nummer 2. Und Punkt Nummer 2 ist auch gleichzeitig der häufigste Grund, warum Männer Frauen ignorieren. Und Punkt Nummer 2 ist, du hast ihn verschreckt oder du bist ihm nicht so wichtig. Und bitte merk dir eins, du kannst einen Mann nur verschrecken, wenn er nicht volles Interesse an dir hat. Ich sag's nochmal, du kannst einen Mann nur derart verschrecken, wenn er nicht volles Interesse an dir hat. Und sein Interesse war einfach viel zu gering, sonst würde er sich nicht von dir distanzieren und von dir weglaufen. Und sei dir im Klaren darüber, dass ein Mann, der etwas für dich empfindet, nicht wie folgt reagieren wird. Er wird beispielsweise nicht auf seinem Smartphone schauen und sagen, hey, die Frau, die ich toll finde, die ich liebe, die ich attraktiv finde, die mir was bedeutet, hat mir jetzt was geschrieben, aber ich versuche sie zu vergessen und ich kümmere mich stattdessen um was anderes. Ich kümmere mich um meine Freunde oder vielleicht auch um andere Frauen, die ich kenne. Kein normaler Mann würde das tun. So ticken Männer einfach nicht. Tatsache ist, wenn ein Mann dich ignoriert, dann macht er es absichtlich. Vielleicht will er dir nicht zu viel Hoffnungen machen oder du bist ihm nicht wichtig genug. Und ich weiß, es ist wirklich schmerzhaft, sowas zu hören. Aber ich bin hier, um dir die Wahrheit zu sagen. Und ich bitte dich, auch nicht die Sache schön zu reden und irgendwelche Entschuldigungen für ihn zu suchen. So nach dem Motto, na ja, vielleicht ist ja mein WLAN gestört und deswegen empfange ich seine Nachrichten nicht. Oder vielleicht musste er jetzt gerade mit seinem Hamster in die Tierklinik oder was auch immer. Bitte, keine Ausreden, sondern sei stattdessen brutal ehrlich zu dir und stell dir folgende Frage. Würde ein Mann, der für eine Frau etwas empfindet und der diese Frau für eine wertvolle und tolle Frau hält, würde er sie ignorieren? Nein,
würde er nicht. Und auch wenn du denkst, na ja, er ist eine Ausnahme, also die Ausnahme der Regel, ja, würde er sich einer Frau gegenüber so verhalten, die er liebt oder für die er etwas empfindet? Ist es wirklich das, was du verdient hast? Ist das das Verhalten, das du verdient hast? Nein, ist es nicht. Ich kenne dich zwar nicht, aber eines kann ich dir sagen, du hast keinen Mann verdient, der dich ignoriert. Und ja, es kann auch mal sein, dass du einen Fehler machst und ein Mann sich von dir distanziert oder er sein Interesse verliert. Aber das Wichtigste dabei ist, dass du ihm nicht hinterherläufst. Merk dir bitte eine Sache. Ein Mann wird dich eher unterstützen, wenn du ihm wichtig bist. Nochmal, ein Mann wird dich eher unterstützen, wenn du ihm wichtig bist. Ich meine damit, er wird dich nicht gleich so hart bestrafen, wenn du mal einen kleinen Fehler machst. Es wird immer noch genug Anerkennung, Liebe, Zuneigung, Wertschätzung oder Interesse da sein. Und du wirst für ihn noch immer wichtig sein und die Priorität in seinem Leben bleiben. Aber es hat auch einen richtigen guten Vorteil, wenn ja der Mann anfängt, dich zu ignorieren. Weißt du wieso? Ganz einfach, weil er dann die Karten auf den Tisch legt und dir klar signalisiert, wie wichtig du ihm bist oder was du ihm bedeutest. Und wenn es einfach zu gering ist, dann solltest du deine Zeit an ihm einfach nicht verschwenden. Wenn du ihm nicht gut genug bist oder er nicht zu viel Interesse zeigt oder er dich ignoriert, dann mach Folgendes. Zieh deine Aufmerksamkeit von ihm ab. Lege deinen Fokus auf dich selbst und auf dein Leben. Und merk dir immer eins. Er ist nicht der einzige Mann auf dem Planeten. Auch wenn es jetzt für dich scheint, dass er für dich das Nonplusultra ist. Aber da draußen gibt es noch genügend Männer, die bereit sind, dir das zu geben, was du dir wünschst. Was kannst du also tun, wenn dich ein Mann ignoriert? Eine Frau, die ihren Wert kennt, wird einem Mann nicht hinterherlaufen. Und auch wenn du das jetzt nicht hören willst, wenn du einen Mann zu extrem brauchst, beziehungsweise du ihn mehr brauchst als er dich, dann bist du in der schwächeren Position. Anders ausgedrückt, wenn du einen Mann zu sehr brauchst, dann stellst du ihn automatisch auf ein Podest. Und wenn du ihn auf ein Podest stellst, dann entsteht zwischen euch ein Abstand. Ihr seid nicht mehr auf Augenhöhe. Du machst ihn sozusagen zum Superstar in deinem Leben. Und wenn er der Superstar in deinem Leben ist, dann wird er dich immer nur wie seinen Fan behandeln. Und das möchtest du nicht, denn du möchtest die Nummer eins für einen Mann in seinem Leben sein. Was macht denn eine Frau, wenn ein Mann plötzlich anfängt, sie zu ignorieren? Nichts. Ganz einfach, sie macht nichts. Sie beschwert sich nicht, sie läuft ihm nicht hinterher, sondern sie zieht sich auch zurück. Und hier ist eine wichtige Sache, die ich erwähnen muss. Bitte merk dir diese eine Sache. Eine Frau, die ihren Wert kennt, hat eine bestimmte innere Haltung gegenüber Männern. Und die sieht wie folgt aus. Es ist schön, wenn du in meinem Leben bist. Aber wenn du es nicht bist, ist es auch okay oder ist es auch schön. Und ich bitte dich, das nicht zu verwechseln mit, es ist mir egal, ob du in meinem Leben bist, oder wenn du nicht da bist. Also es hat nichts mit Gleichgültigkeit zu tun. Es ist schön, wenn du in meinem Leben bist, aber wenn du es nicht willst oder nicht sein kannst, dann ist es für mich auch schön und okay. Und diese innere Haltung kombiniert damit, dass du dich zurückziehst, wenn sich der Mann zurückzieht, wird dazu führen, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit sich wieder zu dir hingezogen fühlen wird, wenn er tatsächlich etwas für dich empfindet. Und wenn du jetzt sagst, hey Roland, ich habe keine Lust mehr, die Frau zu sein, die ihren Wert nicht kennt oder er kennt und ich möchte endlich zu der Frau werden, die die Nummer eins für einen Mann ist und eine glückliche Beziehung hat, dann habe ich jetzt Folgendes für dich. Ich lade dich herzlich zu einem kostenfreien Erstgespräch ein. In diesem Erstgespräch schauen wir uns dein spezielles Thema genau an. Wir schauen, ob ein Coaching zu dir passt und ob ich dich zu deinem speziellen Thema mit meinem Coaching unterstützen kann. Und wenn du sagst, hey Roland, ich möchte dieses kostenfreie Erstgespräch, dann mach jetzt Folgendes. Klicke auf den Link unterhalb dieses Videos
oder auf diesen Banner hier oben. Du wirst dann auf einen Fragebogen weitergeleitet, den füllst du bitte aus. Wir bzw. ich werde benachrichtigt, wenn du diesen Fragebogen ausgefüllt hast, und dann wird sich jemand aus meinem Team oder ich mich gegebenenfalls bei dir melden. Ich sage gegebenenfalls, weil die Anzahl der Erstgespräche und Coachings, die ich annehmen kann, sehr begrenzt ist. Darum bitte fülle diesen Fragebogen nur aus, wenn du es wirklich, wirklich ernst meinst. Wie gesagt, auf den Link unterhalb dieses Videos oder auf diesen Banner hier oben. Und ich freue mich, dich vielleicht schon sehr bald persönlich in einem Gespräch per Telefon oder Skype kennenzulernen. Und nun bedanke ich mich herzlich für deine Zeit. Ich danke dir, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Bitte abonniere diesen Kanal, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen und sage bis dahin alles Liebe, dein Roland.